So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der ERS Berlin Modifikation, die sich gewünscht wurde in den Kommentaren und ich habe Lust auf was Neues, deshalb, ja, warum nicht, ne? Ich weiß, die Mod hat hier und da noch ihre Probleme und man muss aufpassen, dass man, dass man es mit den Bugs nicht übertreibt, sonst kann man nicht weiterspielen, aber das kriegen wir alles hin. Und ich habe die perfekten Voraussetzungen, denn ich kenne mich wieder mal mit der Mod so gut wie nicht aus. Ich habe die einmal gespielt im Single, also für mich alleine im Singleplayer. Und ja, wir kriegen das schon hin. Wir haben den ersten VKU reinbekommen. PKW, Fahrradunfall. Wir alarmieren mal. Und zwar hätte ich hier ganz gerne von der Wache... Ja, hier ist ganz gut, ne? Die sind relativ nah. Mal ein LHF. Das Kleineinsatzfahrzeug und hier noch ein LHF plus zwei RTW. Dann bräuchte ich von der Pol mal noch zwei Streifenwagen und wir alarmieren mal. Wie gesagt, ich kenne mich noch nicht so wirklich gut aus mit der Modifikation, aber ich weiß zumindest die Grundlagen. Das heißt, diese Standardeinsätze kann ich schon abarbeiten und ja, ne, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, von der Wache müsst ihr eigentlich... Kam daher jetzt was? Ich weiß gar nicht. Also viele Wachen sind ja, soweit ich jetzt das mitbekommen habe, auch außerhalb der Map. Man hat, glaube ich, nur zwei Feuerwachen auch direkt auf der Map. Das wäre einmal diese hier und einmal, klar, die etwas größere hier unten. Wo unter anderem auch die Pol stationiert ist, wo auch RD stationiert ist. Ja, Pol ist auf Anfahrt. Und wir warten dann mal auf unsere weiteren Einheiten, dass wir den Einsatz abschließen können. Ich weiß gar nicht. Hier werde ich nicht schneiden müssen, ne, weil das ist Käse, denke ich mal. Aber wir schauen mal. Wenn man zum Beispiel diese Wache hier alarmiert. Oh, was haben wir denn da? Ach, ein Schlaganfall. Wo ist denn das? Ach, hier. Ach, was denn? Jetzt kommt eins nach dem anderen. Jetzt möchte ich ganz gerne von der... Ach, ich habe von hier oben alarmiert, ne? Ah, man müsste auch richtig lesen. Ja gut, ist jetzt, ja... Ist jetzt doof gelaufen. Dann möchte ich hier nämlich mal einen RTB haben. Und von der Wache Friedrich sein, mal das NEF. Und dann hier unten beim Fahrradsturz erstmal nur ein RTB von der Wache, ja, Urban. Ich weiß gar nicht, ob man das so... Gibt es die Wache wirklich? Die muss es ja geben, ne? Denke ich mal. Aber wir alarmieren... Da beide RTWs da raus sind, erstmal von der Wache Friedrich seinen RTW. So. Rettungsdienst ist da, LHF ist da. Dann ein Streifenwagen dahin. Der andere kann hier mal, hier mal ein Stück vorfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch großartig irgendwas schneiden muss. Das dachte ich mir, ich denke es nämlich eher nicht. Ja, ihr beiden könnt eigentlich abbrechen, die Einsatzfahrt. Das Käse, da reicht das eine LHF. Wo ist denn das Blaulicht aus? Kann ich das steuern? Ne, kann ich nicht, ne? Das geht anscheinend von alleine aus. Okay. Wir haben, wie gesagt, nach wie vor den Fahrradsturz und den Herzinfarkt. Was aber beides schon in Arbeit ist. Achso, stimmt. Dann malen die noch so coole Striche drauf, ne? Guck mal hier, wenn man das macht. Das Alarmiertag ist zwar ein zweites, ein Abschleppfahrzeug. Aber das können wir uns mal verkraften. Der macht hier so ganz coole Striche drauf. Wie es halt auch wirklich bei der Unfallaufnahme teilweise ist. Was ich nicht mal schlecht finde. Hier die bekannten Mercedes Sprinter NEFs aus Berlin. Ich glaube, das ist auch so. Ich weiß gar nicht. Also so viele Mercedes Sprinter NEFs fahren gar nicht rum, gefühlt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Meistens ist es ja dann eher Vito oder sowas. Ja, dann kann ja die Feuerwehr eigentlich hier jetzt erstmal nichts weiter machen, ne? Dann können die doch erstmal soweit aufsitzen. Öl läuft dann jetzt hier auch erstmal nicht aus. Dann ist hier kein Feuerwehreinsatz vonnöten. Auch der zweite RTW kann erstmal weggeschickt werden. Hier die Person wird behandelt und hier beim
Ist das ein Autohaus hier? Wenn ja, ein ziemlich cooles Autohaus. So. Wir schauen mal. Ah, eine Fraktur am Bein. Hier, die Person hat auch eine Fraktur am Bein. Deshalb können wir die eigentlich schon fast ins Krankenhaus bringen. Das Fahrrad, weiß gar nicht, das können wir, glaube ich, gar nicht. Oder warte mal kurz. Kann ich das vielleicht doch noch? Kann ich das vielleicht doch noch irgendwie aufnehmen? Ah Gott. Ja, kann ich, natürlich. Jetzt kann es noch beiseite ziehen. Aber der Rest kann eigentlich aufsitzen. Oh, das ist ein schweres Fahrrad. Zack, an die Seite. Ab ins Fahrzeug. Und wir kümmern uns. Theoretisch bräuchte man ja hier auch nochmal ein Fahrzeug, ne? Komm, dann fährt das LR11 mal kurz weiter. Um hier das Fahrrad noch ein bisschen auf Seite zu ziehen. Die beiden Fahrzeuge können sich eigentlich erstmal soweit einsatzbereit melden. Hier können wir aufnehmen und ich denke mal auch, hier können wir soweit erstmal aufnehmen. Die Person ist, glaube ich, soweit durchbehandelt. Ich weiß gar nicht, kann er nur das begleiten mitfahren? Was macht er dann? Er fährt auf jeden Fall mit Blaulicht, glaube ich, auch Richtung Krankenhaus. Zumindest hoffe ich das jetzt einfach mal. Wo bleibt denn mein... Was machst du denn da? Du sollst doch hierher kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch mit einem Polizisten einfach hätte wegbringen können. Ich denke mal schon, dass die solche leichten Sachen auch selber wegziehen können. Bin mir da aber nicht zu 100% sicher jetzt. Deshalb, ja, ist schon okay so. Was ich ja ganz, ganz doof finde, ist, dass ich immer alle aussteigen lassen muss. Dass man hier keine einzelne Personenauswahl hat. Fände ich jetzt ein bisschen angenehmer, denn so muss ich immer wieder alle einsteigen lassen. So, dann kann jetzt das LAF allerdings erstmal nach Haus fahren. Und wir haben ja eigentlich zumindest soweit erstmal alle. Oh ne, doch nicht. Oh, Feuer. Feuer. Das ist doch direkt hier irgendwo, ne? Ah, hier, guck mal. Ja, gut, dann alarmieren wir hier mal zwei LAFs hin. Aus der Wache 1,5. Hier, zack. Ah, guck, er ist dann auch wieder einsatzbereit. Er dreht dann wirklich bloß um. Ein Trupp ist im Fahrzeug mit Atemschutz ausgerüstet. Perfekt. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mit der SAE ran, ne? Ich glaube, so viel ist es jetzt nicht. Stehst du zu nah dran? Ja, ist so gut. Ich glaube, das zweite LRF hätte ich mir wirklich sparen können, aber besser man hat, als man hätte, ne? Habe ich eigentlich nur einen Tank, eine Tankanzeige? Ach, guck an, wir können sogar. Das ist ja interessant.
Oh, okay, wir haben sogar eine. Ah, der hat nicht angehabt, ne? Kann das sein? Ah, okay, man muss es auch noch. Aha, man muss es auch noch separat anschalten. Okay, gut, wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt, okay. Oh nee. Austritt, unbekannte Chemikalie. Jetzt habe ich nämlich direkt ein Problem. Ich möchte direkt zwei Streifenwagen hier haben. Ich möchte von der Wache. Ja, was ist denn das? FWK bringt man natürlich nicht. Technischer Dienst 1, ELB, ABC-Erkunde. Ja, theoretisch brauche ich jetzt nicht so viel, aber. Was mein Problem ist, ist, dass ich beim letzten Einsatz, dass das extrem ausgeartet ist, weil hier natürlich dann auch Leute reingelaufen sind. Hier bei dem, ja, ich sag mal, bei dem Industriegelände könnte ich vielleicht Glück haben. Ganz interessant hier, guck mal, die Leute laufen sogar zur Wache, ne? Die laufen, halt sind halt freiwillige Feuerwehr, klar, ne? Die rennen zu ihrer Wache und besetzen die Fahrzeuge. Ist ganz interessant gemacht. So, wie gesagt, technischer Dienst ist alarmiert. Zwei Streifenwagen zum Absperren. Einmal hier ein Cut. Einmal da ein Cut. Dann kann keiner mal reinlaufen. Da kommt auch schon das LHF Nummer 1. Einmal mit Atemschutz ausrüsten. Wo bin ich denn jetzt hin? Und auch Nummer 2 einmal mit Atemschutz ausrüsten. Was mich ja echt irritiert ist, ich kann tatsächlich das WLF nicht alarmieren, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was drauf ist. Wir haben auch direkt das nächste Feuer. Oh, und das ist ein bisschen mehr. Da möchte ich ganz gern. Was bringt den LRF? So. Dann ist der Alarm hier raus. Wir machen jetzt hierzu. Oh, Leute, was ist denn jetzt hier los? Eng. So, Zivilpersonen anhalten. Und auch hier machen wir das Gleiche. Halt, stopp. Genau, perfekt. Dann haben wir nämlich erst mal abgesperrt. Dann haben wir hier unsere Geräteträger. Jetzt wäre natürlich interessant. Das Problem ist, wir haben auch direkt einen VU hier, und zwar einen etwas größeren. Welche Wache ist das hier oben? Ist das die? Ich hoffe es einfach mal. Ja, ein LHF ist ein bisschen wenig. Da kommt von der Wache Prenzlauer Bergmann auch ein LHF dazu, sowie zwei RTB. Und ein Funkstreifenwagen. Ach, siehst du, ne? Die hätte ich vielleicht auch mal mit Atemschutz ausrüsten müssen. So, wir setzen den Verteiler. Ihr geht unter PA. Ja, kommt da weg. Ist aber auch interessant, dass der Schlauch hier oben angeschlossen wird. Er buggt dort anscheinend ein bisschen. Was ist denn das? Ach, das ist das LRF, das zweite, ne? Das dürfte der ABC-Erkunder sein. Und das ist der Dekon-P. Und das ist. Was ist das? Kontaminierte Person 1, ja, das mache ich. Wo bekomme ich jetzt? Ich kann auch da nicht einfach mit Atemschutz hingehen, oder? Gibt es ja keine CSA.
Komm, ich gehe nur mal mit einem Mann dahin. Oh. Oh, das ist scheiße, ja. So, das zweite LRF hätte ich ganz gerne hier drauf. Und die Leiter mal noch ein Stück zurückgefahren. Oh, die haben da ganz schön zu kämpfen, die Jungs. Ja, ist doch gut. Ja, oh meine Güte, ist das Husten laut, ne? Ist ja der blanke Wahnsinn. Meint er nicht, übertreibt ein bisschen? Schön, dass die DLK auch ohne Wasser löscht. Das finde ich ja wieder mal ganz angenehm. Ja, ich weiß, es ist gerade laut, aber. So, dann haben wir hier noch einen, der kann damit mal dran gehen. Zack. Warum löscht du nicht weiter? So, das hätten wir. Okay. Nächst. Oh, Chaos pur. Ja, hier fehlt tatsächlich das Platzieren-Tool, ne? Das fehlt ja stark. Okay, wir haben anscheinend kein. Aber worüber ich brauche ja eigentlich nur erkunden, ne? Das gibt's ja hier, das müsste ich vielleicht auch mal nutzen. Wir haben eine verletzte Person, eingeklemmt ist keiner. Perfekt. Ein bisschen. Öl, ja, was ausgelaufen ist, ist jetzt. Ja, doof, ne? Jetzt sind die beide kontaminiert. Also ist das eigentlich auch nicht die richtige Art und Weise. Das Zelt möchte ich gern hier haben. Was mich allerdings stört, wie kann ich abdichten? Mit was kann ich abdichten? Vor allem, wo läuft es aus? Vielleicht aus dem Container hier irgendwie. Hat da einer eine Idee? Weil ich habe den. Ich habe ja eigentlich alles da, ne? Personaltechnisch auch so ein RTW. Ich habe ein RTW vergessen, kann das sein? Dann brauche ich mal noch einen RTW. So, dann legen wir hier mal den Atemschutz ab. Und bauen einmal wunderschön zurück. Und können dann. So, die DLK wird dann auch zusammengebaut. Aber wir haben direkt das nächste Feuer. Bisschen stressig hier. So, dann kannst du schon mal aufsitzen. Du kannst aufsitzen. Du kannst aufsitzen. 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 Dann kannst du Richtung Heimat fahren. Du fährst übrigens mit ausgefahrener Stütze. Technische Hilfeleistung. Und was habt ihr so drauf? Ich hab da auch nichts Besonderes, ne? Also ich weiß gerade leider nicht, wie ich diesen Einsatz abschließen kann tatsächlich. Oh, hier direkt das nächste größere Feuer. Da möchte ich auch mal zwei LRFs haben. Mache.
Ja, finde ich okay. So, nebenbei. Was kann ich hier machen? Ich habe nichts. Ölbinde mit, der macht keinen Sinn. Notfallrucksack macht keinen Sinn. Feuerlöscher auch nicht. Gut, man könnte es kühlen, ne? Soll ich das runterkühlen? Das Problem ist, ich kann ja nicht mal in die Nähe ja, mit meinen Feuerwehrleuten gehen, da die ja sofort kontaminiert werden. Ich habe auch nichts, was ich. Wasserrettungswagen macht auch keinen Sinn. Gruppenkraftwagen, nein, 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 nein. Feuerwehr habe ich auch nichts, was ich jetzt da in der Richtung brauche. Kleineinsatzfahrzeug macht keinen Sinn. LRF habe ich, Feuerwehrkran brauche ich dazu nicht. WLF ist komischerweise außer Dienst. Das ist ganz ja, interessant. Ich weiß nicht, ob auf dem Dekon was drauf ist. Ah, okay, guck mal, ich habe schon mal Leute mit Chemikalien-Schutzanzügen gefunden. Nur, was mache ich jetzt hier, ne? Ach, guck einer an. Ach, guck einer an und macht also alles über den DKP. Okay. Er hat halt ein anderes System, ne? Komm, wir fahren jetzt mit zweimal SAE. Ich bin gerade zu voll zum Aufbauen. Machen die da was? Ah, es läuft nichts mehr aus. Ja, perfekt. Okay. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen simpler gestaltet, als ich es jetzt kenne. Ich sollte vielleicht mal schnell noch die Person anbehandeln. Ich weiß nicht, wo mein. Ach, da ist mein Rettungswagen, ne? Kommt aber gerade echt nicht hier rüber. Die Person sieht echt nicht mehr so gesund aus. So, das hätten wir alles erledigt. Konnten wir relativ zügig mit der SAE abarbeiten. So, dann könnt ihr einsteigen. Ihr könnt einsteigen. Toll wäre auch so eine Funktion mit so viel Faule wie mich. Automatisch abbauen und automatisch einsteigen. Auch hier ist nichts Großes, ne? Kommt, ihr habt einmal Folgeeinsatz. Ach ne, ihr könnt ja abrücken. Ach stimmt, ihr wartet schon im Einsatz, ne? Aber ihr werdet ja hier erstmal nicht benötigt. Warum kommt denn mein Rettungswagen einfach nicht hier rüber? Verstehe ich ja schon wieder nicht. Wo rennst du denn hin? So, dann muss ich mal versuchen, mein Chaos hier so ein bisschen zu beseitigen. Ich glaube, der eine Rettungswagen wird auf jeden Fall nicht benötigt. Und das bisschen Abstreuen können wir auch gleich noch machen und dann ist gut. Dann schicke ich nämlich einen HLF mal, ein LHF, Verzeihung. Schande über mich. Und die Person. Nehmen wir zum Verhör mit. Wir müssen ja den Tathergang auch irgendwie klären, ne? Ist tot, ja? Oh, Notarzt. Und zwar ziemlich zügig, ne? Ach, hier habe ich schon mal schlechte Erfahrungen mit dem Umleiten gemacht, deshalb erspare ich mir das jetzt mal. So, wo sind. War das jetzt die komplette Besatzung? So, vielleicht kann ja der Verkehr ein bisschen rollen dann wieder.
So, dann sind zumindest alle Feuerwehrleute. Wo bleibt denn hier eigentlich auch? Das Feuer hat sich auch gleich erledigt, ne? Ist einfach ausgebrannt dann. So. Okay, dann ist eigentlich auch hier der Einsatz für die Feuerwehr schon mal soweit durch. Das Problem ist, mit dem Umleiten habe ich, wie gesagt, in der Mod ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. In dem einmal, wo ich selbst für mich gezockt hatte. Deshalb möchte ich das jetzt mal vermeiden, denn da habe ich ein Chaos erzeugt, was ich einfach nicht lösen konnte. Und deshalb, ja, warte ich jetzt hier einfach mal. Ich weiß gar nicht, warum die nicht hier rüberfahren wollen, die Kollegen, ne? Wir probieren das nochmal. Gut, das Feuer hat sich. Oh! Ja, Bestatter. Da war ich zu langsam, na gut. Ist halt blöd gelaufen, ne? Mich würde interessieren, ob ich jetzt Fahrzeug zurück zur Basis schicken. Wenn noch nicht alle drin sitzen, geht das? Oh. Das geht. Ist aber nicht cool, weil dann lassen die einfach einstehen. So. Ja, hier ist der Bestatter verständigt. So. Ah, nein. Das wollte ich doch nicht. Er sollte nach Hause fahren. Tschüss. Status 1, ob das hier geht. Ah, ne. Ach stimmt, da kann ich bloß verfügbar melden, ne? So, dann einmal aufsitzen, bitte. Und ihr dürft nach Hause fahren. Er bleibt mal bitte noch vor Ort. Die kollabierte Person war jetzt hier oben, ne? Da einmal einen Rettungswagen bitte. Ah, okay. Hier bräuchte ich vielleicht auch mal das zweite Abschleppfahrzeug. So, hier warte ich auf den Bestatter. Ich bin gespannt, ob der ja auch wirklich schön rückwärts reinfährt in seine Wache. Oder auch nicht. Ihm kommt einfach was entgegen. Das ist natürlich doof. So, bleibt er. Oh, kommt er jetzt wirklich von hier unten? Das Abschleppfahrzeug, dann ist der ja da eine Weile unterwegs, ne? Na gut, geht nie anders. Pass auf, in der Zeit probiere ich, ob das funktioniert mit dem Umleiten hier. Ich möchte diesen Verkehr umleiten und zwar von hier, 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 hier. Und dazu muss ich natürlich Imfried hier. Ah, guck an, es funktioniert. Die fahren dann die Punkte einzeln ab. Gut, er wird jetzt rot haben, deswegen fährt er nicht. Nein, und es funktioniert nicht. Nein, hör auf, bitte. Genau das meinte ich. Warum stellen die sich da so hin? Aber gut, pass auf. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde die Berlin-Mod gespielt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich da wirklich über jede Hilfe, denn wie gesagt, ich bin absoluter Noob in dieser Mod. Aber ich finde sie eigentlich ganz interessant, gerade weil es auch mal ein schönes oder schönes Vorbild hat mit Berlin, sag ich mal. Und die Karte eigentlich auch wirklich hübsch ist. Kann man nicht sagen für das Alter. Und deshalb, ja, freue ich mich auf die nächste Folge und hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.